Herzlich willkommen. Dieses Video zeigt Ihnen eine detaillierte Anleitung für die Online-Terminbuchung über das Serviceportal. Über die Hauptseite unseres Serviceportals haben Sie die Möglichkeit, direkt über den Reiter Terminvergabe oder über die entsprechende Dienstleistungsseite einen Termin zu vereinbaren. Über unseren Chatbot Toni können Sie ebenfalls nach Dienstleistungen bzw. Terminarten suchen und sich über die hinterlegten Links direkt auf die gesuchte Seite weiterleiten lassen. Option 1 – Terminbuchung über die direkte Terminvergabe. Beispielsweise können Sie einen Termin im Bürgeramt für die Beantragung Ihres neuen Personalausweises vereinbaren. Für die Terminvereinbarung werden Sie automatisch auf die jeweilige Seite der Stadt weitergeleitet. Option 2 – Terminbuchung über die entsprechende Dienstleistung. Suchen Sie über die Stichwortsuche nach Ihrer gewünschten Dienstleistung, beispielsweise nach Personalausweis. Durch das Anwählen der Dienstleistung gelangen Sie zu den weiterführenden Informationen und Online-Diensten. Auf den Dienstleistungsseiten finden Sie weiterführende Informationen zu dem ausgewählten Thema, beispielsweise, ob alternativ oder anstatt der Terminbuchung auch ein Online-Dienst für die Beantragung zur Verfügung steht. Bitte beachten Sie die erforderlichen Unterlagen und bringen Sie diese vollständig zum Termin mit. Über den Reiter Terminvergabe Bürgeramt unter Links und Online-Diensten können Sie Ihren Termin online vereinbaren. Für die Terminvereinbarung werden Sie automatisch auf die jeweilige Seite der Stadt Osnabrück weitergeleitet. Hier können Sie einfach Ihren Wunschtermin vereinbaren. Wählen Sie die entsprechende Terminart, beispielsweise Personalausweis beantragen, aus. Zu jedem Termin finden Sie eine entsprechende Beschreibung und Hinweise. Unter Aktuelle Auswahl bekommen Sie angezeigt, für welches Thema Sie derzeit einen Termin suchen bzw. vereinbaren möchten. Wählen Sie die Option Weiter, um Ihren Termin zu vereinbaren. Jetzt können Sie Ihr Wunschdatum und Uhrzeit auswählen. Die grau schraffierten Tage und Zeiten sind nicht auswählbar bzw. bereits vergeben. Klicken Sie im Anschluss auf Weiter, um den Termin zu bestätigen. Um den Termin final zu bestätigen, müssen Sie noch bitte Ihre persönlichen Daten und E-Mail-Adresse eingeben, den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Timecall zustimmen und sich mit der Datenübermittlung des Termins an die entsprechende Dienststelle einverstanden erklären. Neben der Information, dass der Termin erfolgreich gebucht wurde, erhalten Sie auch eine Terminbestätigung per E-Mail. Falls sich Ihre Planungen geändert haben oder Sie Ihre Buchung nicht mehr benötigen, haben Sie über einen Link in der E-Mail die Möglichkeit, den Termin zu stornieren. Für Fragen und Feedback nutzen Sie bitte das Kontaktformular im Serviceportal.